Dreharbeiten zu Nord-Nord-Mord auf dem Gelände des exklusiven Hotels Benedikenhof in Kaitum. Hier wird gerade eine Szene für die ZDF-Krimiserie verfilmt. Hauptdarsteller ist neben Robert Adson, der den Hauptkommissar spielt, sein Kollege Oliver Wnuk. Der Schauspieler und Lebensgefährte von Yvonne Katterfeld ist unter anderem aus der Serie Stromberg bekannt. Die Insel Sylt hat er während der ZDF-Dreharbeiten kennen und schätzen gelernt. Mit Sylt verbinde ich in erster Linie die Dreharbeiten, die mich hier hingeschickt haben und wir jetzt das dritte Mal hier sind. Und ich finde es sehr schön. Es ist immer anders. Wir kommen jetzt alle zwei Jahre und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der Insel, aber ich empfinde es immer anders. Dieses Mal empfinde ich es als sehr schön. Es ist einfach sehr beschaulich und nett und alles hat ein Reetdach, sogar die Bushaltestellen. Und wenn hier Morde passieren, dann ist das natürlich was überhaupt nicht hierher passt. Und das ist vielleicht ein ganz schöner Gegensatz, den es filmisch aufzuarbeiten gilt. Bei der ganzen Fülle an Kommissaren und bei der ganzen Fülle an Krimis, die es im deutschen Fernsehen gibt, manchmal glaubt man ja, es gibt ja gar nichts mehr anderes, ist das oder diese Art von Krimi, die wir hier machen, was Besonderes, weil es sonst eigentlich nirgends vorkommt, dass Komik und Krimi kaum trennbar zusammenliegen. Das finde ich ganz schön, das interessiert mich. Und das ist jetzt der nördlichste Punkt, an dem ich bisher in meinem Leben gedreht habe. Ich finde Kaitum eigentlich so am schönsten. Und in Hörnum gibt es oben bei dem Buda Sand, heißt es glaube ich, da gibt es so ein Café, da hat man den Blick übers Wasser. Das finde ich auch ganz toll. Und so sieht eine auf Sylt gedrehte Szene dann in der Endfassung aus. Moin. Na, wer von euch hat die Nordsee auf Flut geschaltet? Ich. Bei Ebbe komme ich immer heim, wie nach der Ostsee.